Hallöchen Silvia, herzlich willkommen zu deinem Verpackungsvideo. Die liebe Silvia hat bei mir was bestellt, das habe ich euch in dem vorherigen Video ja schon bereits gesagt. Zunächst einmal sorry, ihr wisst ja, ich bin immer noch krank, deswegen mache ich das jetzt so kurz wie möglich. Ich habe vorher schon so viel gequatscht. Ich habe dir bereits die Rechnungen ausgedruckt, also einmal für meine Buchhaltung, einmal für die liebe Silvia. Das, was sie bestellt hat, ist hier. Ich habe das Kuvert schon vorbereitet, ihren Namen und so weiter, ihre Daten weg und meine Adresse und so weiter drauf. Das tun wir mal auf die Seite und jetzt kommen wir eigentlich zum schönsten Teil der ganzen Sache, nämlich die Sachen zu verpacken und auf die Reise zu schicken. Diese Bestellung ist relativ spät dran, weil ich einfach ja, krank bin und es vorher einfach nicht, ich pack's einfach nicht. Ich habe mich dabei bei der Silvia schon entschuldigt, ja, für die lange Versendezeit. Das tut mir echt leid. Deswegen legen wir jetzt gleich los. Ich habe mich für die Silvia wieder mal für grün entschieden. Und die liebe Silvia hat folgende Budget Sheets bei mir bestellt. Und zwar hat sie dreimal diesen süßen Hund hier bestellt. Und dreimal diese Sachen hier bestellt und ich habe es natürlich schon geschnitten und vorbereitet. Die liebe Silvia bekommt von mir so ein selbstgemachtes Täschlein für Weihnachten zum Sparen und das Silvia füge ich, weil ich davon ausgehe, dass sie ein Hundefreund ist, für ihre Schnäuzchen dieses Budget Sheet mit bei. Ich finde es mega süß. Ich wünsche dir viel Freude damit. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir das hübsch verpacken. Ich glaube, ich werde das hier ein bisschen teilen. Ach, das tun wir weiter hinter, weil nett, dass sie meint, das hat sie gar nicht bestellt. Halt. So, welches? Ich werde jetzt das hier nehmen, vorausgesetzt ich kriege es hin und es geht auf. Okay, ich kriege es nicht auf. Ich weiß nicht, wo der Anfang ist. Doch da, oder? Ich hab's. Also ich will gar nicht, dass es so perfekt ist oder wie viele immer denken. Ich will einfach nur eine Freude bereiten und es geht auch hier nicht um die Perfektion. Ich werde das nach hinten tun. Einfach nur damit es, wobei lassen wir es so, dass es süß verpackt ist, finde ich. Oh, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Oh je. Yeah. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Wir werden da jetzt noch was drauf tun, glaube ich. Das tun wir extra. Okay, doch. Wir
sorry, das dauert jetzt noch länger wie eigentlich mal wieder geplant. Nee, ich lasse es so. Ich lasse das so. Das tun wir jetzt rein in die Rechnung. Jetzt ist das ab. Moment. Das gibt's doch nicht. So. Oh, es hält leider alles nicht so wie gewünscht. Aber ich muss das jetzt hier wirklich nochmal festmachen. Wir wollen ja nicht, dass ihr das seht. So, jetzt schauen wir mal ganz flott von diesem Sticker, ob wir ihr da was Tolles finden mit einem Hund. Ja, schaut mal her. Hoppla. Ich habe mich, glaube ich, in dieses Hündchen hier verknallt. Könnt ihr das sehen? Oh. Das tun wir da drauf. Oh, ist süß. Und ich glaube, ich muss leider auch hier nochmal was draufklatschen. Oh, süß. Sweet. So, liebe Silvia, ich habe es jetzt endlich geschafft. Deine Bestellung ist auf dem Weg. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Also nochmals herzlichen Dank für deine Bestellung. Für alle anderen, ihr könnt natürlich gerne in meinem Shop vorbeischauen. Die Silvia hat jetzt sozusagen etwas bekommen, was noch gar nicht in meinem Shop ist. Ich habe ganz, ganz viele Vorlagen noch fertig, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, die Sachen hochzuladen. Wird aber alles noch geschehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss.